Die damals noch junge, unerfahrene Maria aus der Provinz wurde in der Weltmetropole Jerusalem von einem sadduzäischen Priester unehelich schwanger. Dies konnte ein tragisches Unglück über sie, ihre Familie und ihr Kind bringen. Wurde Marias edle Notlüge zum Grundstein des Christentums? Ich lese jetzt aus meinem Buch Der Sohn eines Menschen, Band 1, Maria. Kapitel 6: Die Wahrheit. Die Geburt Jesu Christi geschah also, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, erfand sich's, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Matthäus, Kapitel 1, Vers 18. Die bittere Erkenntnis in der Verzweiflung. Das Leben der Verlobten gestaltete sich recht angenehm. Nach der Verlobung besuchte Maria ab und zu Josefs Haus, um ihm zu helfen, ihr künftiges Zuhause vorzubereiten, doch sie wohnte nach wie vor bei ihren Eltern. Nach den jüdischen Gesetzen dürfte sie erst nach der Hochzeit endgültig zu ihm ziehen. Ab und zu verfiel die nachdenkliche Maria einer Traurigkeit. Dann ging sie geistesabwesend in Josefs vier Wänden umher und war wortkarg. Falls in solchen Augenblicken Josef zu ihr kommen wollte, erfahren sie immer irgendeinen Vorwand, um, wie sie glaubte, unauffällig, sich zu entfernen. Meist ging sie nach Hause zu Achim, zu Josef kehrte sie dann erst am nächsten Tag zurück. Oder sie ging in die Stadt und kehrte sehr spät zurück mit einem Einkauf, der oft gar nicht so dringend nötig war. Und so ließ der erste Krach nicht lange auf sich warten. Josef war ein sorgfältiger und gefühlvoller Verlobter. Er liebte seine Braut über alles, doch dumm war er keinesfalls und seine Geduld war nicht uferlos. Am Anfang entschuldigte er großmütig die seltsamen Launen seiner Eheliebsten, besonders diejenigen Augenblicke, in denen er ihr offensichtlich mit seiner Anwesenheit auf die Nerven ging. Dann konnte Maria bissig, streitsüchtig und verletzend sein. Zuerst wurde der gekränkte Josef mit solchen Nervenkrisen auf eine einfache Art fertig. Mit einem Schulterzucken wendete er sich seiner beruhigenden Arbeit wieder zu oder er besuchte manchmal eine naheliegende Weinstube und überließ Maria ihrer Einsamkeit. Nach seiner Rückkehr fand er sie meistens entspannter, rücksichtsvoller und sie bat ihn häufig um Vergebung für ihr unmögliches Verhalten. Nur über ihre überzeugende Zuneigung zu ihm zweifelte Josef nach wie vor. »Hör mal, Maria«, begann er eines Nachmittags, »als ich mit dir unsere Verlobung feierte, dachte ich, dass ich eine Frau aus Fleisch und Blut bekomme, die vielleicht auch ein kleines Stück Herz besitzt. Aber du bist hart und kühl, gefühllos wie ein Stück Holz. Und auch das Stück Holz würde sich von mir besser bearbeiten und anpassen lassen als du. Mein Schatz, ich liebe dich zwar jetzt wie früher genauso sehr, jedoch muss ich dir gestehen, dass ich mich manchmal in der Kneipe mit allerlei Quatsch und Trunk besser fühle als bei dir zu Hause, wo du andauernd seine Stirn runzelst.« Maria erstaunte mit Schauer über Josefs Worte. Das wollte sie nicht. Gerade jetzt, wo sie bald auf Josefs volles Verständnis angewiesen sein würde, dürfte sie nicht verärgern. »Sei mir nicht böse, Josef, ich bitte dich«, streichelte sie seinen Arm. »Ich fühle mich nicht wohl die letzte Zeit. Ich leide unter Kreuzschmerzen, habe Kopfweh und kämpfe mit der Übelkeit. Dann bin ich unmöglich zu dir, obwohl es mir leid tut. Verzeih mir, mein Liebster.« So versuchte Maria, ihre Sehnsucht nach den jerusalemischen Tagen
auf ihre gesundheitlichen Beschwerden, die sie auch tatsächlich hatte, abzuleiten. Josef erschrak, wie dumm war er, Maria ist krank. Solche Erklärung ihrer Gemütszustände ist ihm noch nicht eingefallen. Wie gefühllos war er selbst zu seiner Maria. Josef atmete auf, erfreut, dass Marias Liebe zu ihm nicht in Frage stand. O Maria, Maria, warum hast du mir es nicht schon früher anvertraut? Lass alles stehen und fallen und lege dich hin. Warte, ich werde sofort einen Arzt holen. Josefs ursprüngliche Wut wurde von Gewissensbissen wegen seiner Grobheit abgewechselt. Nein, nein, erzitterte Maria. Ihre Augen breiteten sich von Panik aus. Ein Arzt würde die Ursache ihrer Beschwerden sicher erkennen. Ihm würde sie nichts vormachen können. Und Josef würde schon heute die für ihn so schockierende Wahrheit erfahren. Darauf war sie noch nicht vorbereitet. Hole keinen Arzt, Josef. Der wird uns nur Geld kosten. Ich glaube nicht, dass es was Schlimmes ist. Ich kann es gut aushalten. Bleib bei mir. Geh nicht weg, Josef. Bitte, bitte. Nein, Maria, entschied Josef kompromisslos. Ich möchte meine Frau nicht leiden sehen. Es dauert ja nicht lange. Und etwas Geld haben wir auch angespart. Nein, den Arzt werde ich dir holen. Josef verließ schnell das Haus. Und in der Tat, noch bevor die Sonne unterging, wurde Maria von einem erfahrenen, grauhaarigen Arzt untersucht. Er berührte ihre eiskalt verschwitzte Hand, öffnete ihren verkrampften Mund, hörte ihre Lungen ab, warf einen Blick in ihre weit geöffneten, bangen Augen und legte sie schließlich auf ihre Liege zurück. Mit geschickten Fingern betastete er ihren etwas vorgewölbten Leib und sein professionell ernstes Gesicht ließ sich nichts anmerken. Der aufgeregte Josef betrachtete sein fachliches Können mit der größten Sorge. Er atmete erst auf, nachdem sich die strenge Miene des Arztes entspannte. Endlich richtete sich der alte Arzt mit einem Ächzen wieder auf. Mit einem geheimnisvollen, feierlichen Lächeln drückte er herzlich Josefs Hand. Ich gratuliere, sagte er nur. Josef war verwirrt. Was soll es bedeuten, Meister? Nichts anderes, als dass du ab diesem Augenblick deine Braut so viel wie möglich schonen musst, verstanden? Sie ist fast noch ein Kind. Keine schwere Arbeit. Kein Tragen von schweren Wassergefäßen von der Quelle, aber auch keine seelische Aufregung. Ist es dir klar? Nein, Master, ich begreife immer noch nichts. Um Gottes Willen, worum handelt es sich hier? Du wirst Vater, mein Freund. Josefs Augen erstrahlten vor Freude. Er beugte sich zu seiner Frau und küsste sie dankbar. Ich danke dir, meine Frau, meine liebste Maria, sagte er. Er streichelte liebevoll ihren Bauch. Josef hätte vor Freude bis in den Himmel springen können. Er würde ein Kind haben, sein und Marias Kind. Josef wendete sich erneut zum Arzt. Wann wird es geschehen, Meister? Keine Angst, mein Freund. In 3 Monaten darfst du deinen Sohn erwarten. Ich glaube wenigstens, dass es ein Sohn sein wird. Es gibt da ein Zeichen, weißt du? Ein Sohn verändert die Gesichtszüge einer Mutter mehr, als die Tochter es tut, wie ich häufig festgestellt habe. Josef nahm die letzten Worte nicht mehr wahr. Auf seiner Stirn bildete sich Falten des Unverständnisses. Meister, das kann doch nicht möglich sein, sagte er fassungslos. Sind Sie ganz sicher, dass, mein Freund, entzückte sich der erfahrene Mann, bin ich hier der Arzt oder du? Hättest du so viele schwangere Frauenbäuche abtasten müssen wie ich, würde dich jede ähnliche Frage zutiefst beleidigen. Entschuldigen Sie, Meister, ich kann nur nicht verstehen, verteidigte sich Josef. Wenn du nicht verstehst, dann lass es sein, mein Freund.
Deine Frau wird dir schon helfen, das zu begreifen. Habe ich recht, du glückliches Mütterlein? Der alte Arzt nahm seine rasselnde Ledertasche und ging fort. Der geistesabwesende Josef öffnete ihm zerstreut das knirschende Tor und begleitete ihn dann einige Schritte Richtung Stadtmitte. Ist alles in Ordnung, Meister? Fragte er erneut gequält von Sorgen. Du bist aber ein Plagegeist, mein Freund, antwortete der Arzt mürrisch. Nur mit der Ruhe. Das erste Kind stürzt gewöhnlich die ganze Familie in eine Panik. Auf das zweite Kind wird man sich schon freuen. Das dritte Kind lässt euch dann ganz gleichgültig sein. Das vierte Kind werden sie vielleicht gar nicht mehr beachten. Das fünfte Kind wird euch möglicherweise erschrecken, geschweige von den folgenden. Sie sind ein großer Arztmeister, aber wissen Sie, das war nicht meine Frage. Ich meine, wir sind erst seit 2 Monaten verlobt. Na und? Du bist mir keine Rechenschaft schuldig, mein Freund. Wer kann dir das nach so langen Jahren der Entbehrungen schon verübeln? Hab keine Angst. Ich werde euch nicht verraten. Ich werde schweigen, nickte der Arzt verschwörerisch. Du bist nicht der Einzige, der es eilig hatte. Es ist ja schließlich deine Sache. Wenn ein Kind nach der Verlobung noch vor der Hochzeit auf die Welt kommt, wen soll es stören? Das ist euer gutes Recht. Es ist schließlich nur dein Problem. Und damit Schluss. Meister, Sie verstehen mich immer noch falsch. Wissen Sie, das ist doch nicht möglich, das, was Sie sagen. Wir haben nämlich bis vor einem Monat gewartet. Meine Braut war vorher lange Zeit in Jerusalem. Ach so. Der Arzt, der in seinem Leben allerlei erleben und erfahren musste, wurde plötzlich wie von einem Hustenanfall überfallen. Während er so etwas Zeit gewann, sich nach der Überraschung zu fassen, warf er einen verstohlenen Blick auf den blauäugigen Josef und rieb sich schnell seinen Mund mit dem Handrücken, um ein unpassendes Hohnlächeln zu unterdrücken. Ach, so liegen die Dinge. Da mach dir keinen Gedanken, mein Freund. Es gibt viele Ereignisse zwischen Himmel und Erde. Nur der Gott selbst versteht alles. Vieles können wir nicht begreifen. Doch Josefs Verstand reichte aus. Er reichte aus, um in sein benommenes Gehirn etwas Klarheit zu bringen. Auf dem Rückweg nach Hause machte er in einer nahegelegenen, überfüllten Kneipe Halt. Dort begoss er seine beunruhigenden, heraufkommenden Gedanken mit starkem, unverdünnten Wein. Und wie es in seinem Kopf zunehmend klarer wurde, bestätigten sich seine schlimmsten Befürchtungen. Sein anfängliches Glücksgefühl kippte nun in eine enttäuschte, unverzeihliche Kränkung um. Josef bekam Zorn auf die Maria, auf sich selbst und überhaupt auf die ganze Welt. Er leerte noch ein paar Weinbecher aus, um etwas Eintriebung in seinem Schmerz zu erreichen, und taumelte dann heim. Die schluchzende Maria wartete ängstlich auf Josef Rückkehr. Als sie sein besoffenes Stolpern auf der Straße hörte und bald auch sein gerötetes, hasserfülltes Antlitz sah, ballte sie sich auf ihrer Liege zusammen, umarmte ihren Bauch, auch als ob sie ihren Schatz vor Schlägen schützen wollte. Der unglückliche Josef hatte nicht die Absicht, Maria zu schlagen. Er plumpste nur schwer auf den Stuhl und schlug mit der Faust auf die massive Tischplatte ein. Weißt du, Maria, was du bist? Schrie er sie klobig an. Weißt du das? Soll ich es aussprechen? Ich blöder, ich dummer, ich sehe jetzt wie ein Esel aus. Josefs Augen leuchteten etwas abgestumpft, doch deutlich feindselig,
und wie er sich immer wieder mehr erregte, nun auch ausgesprochen böswillig. Maria saß regungslos, niedergeschmettert und still. Sie strengte sich an, einen Ausweg aus dieser Situation zu finden. Einen Ausweg, der ihr helfen sollte, das zu retten, was zu retten war. Sie begriff sofort, dass ihr Verlobter die volle Wahrheit erfahren hatte. Wenn er sie verstoßen würde, dann hatte sie nichts gewonnen, nur einem weiteren Menschen Leid und Schmerz zugefügt. Pack deine Sachen und hau ab, hörte sie die befürchteten Worte Josefs aussprechen. Hau ab, du bist entlassen. Geh, verdrücke dich vor meinen Augen, hörst du? Ich will dich nie mehr sehen. Also deswegen warst du wie verwandelt nach deiner Rückkehr. Du musstest einen Trottel finden. Und das war ich. Dazu war ich dir gut. Du hast mir sehr weh getan. Und jetzt raus. Hau endlich ab. Lass dich hier nie mehr blicken. Nie in meinem Leben. Niemals. Hörst du niemals, ich Trottel. Josef schüttelte mit dem Kopf und legte seine heiße Stirn auf den kühlen Tisch. Maria dachte fieberhaft nach. Es war alles verloren. Oder auch nicht. Jetzt, in diesen Sekunden, gibt es noch eine einzige, winzige Chance, eine Hoffnung, dies alles zurückzukehren, zu retten. Jetzt kam die schwere Stunde der Wahrheit, die sie von Anfang an ängstigte. Immer wieder verdrängte sie die Gedanken an diesen Augenblick, in dem der vertrauensvolle Josef begreifen würde, dass das Kind, von dem er seine Nachfolge erwartete, auf das er sich so gefreut hatte, dass dieses Kind nicht die Frucht seiner Liebe war. Dass es ein Kind der Sünde, die nicht vergessen werden konnte, weil sie ständig durch die bloße Existenz dieses Kindes lebenslang in frischer Erinnerung bleiben würde. Maria hatte sie bisher damit getröstet, dass sie ihm dann etwas einreden könnte. Doch jetzt war sie ertappt, überrascht, unvorbereitet mit einem leeren und aufgebrachten Kopf. Sie wurde von ungeheurer Angst ergriffen. Maria bangte um das Schicksal des Sprösslings, der sich bereits in ihrem Leibe bewegte. Sie schauerte vor der Schande in den Augen ihrer Nachbarn und vor ihrer weiteren Existenz. Sie verlor auch den lieben Josef, der für sie zum Anker wurde. Wäre sie nur damals nicht so leichtsinnig gewesen, aber kann man immer den Ruf der Liebe beherrschen, wenn man ein reines Herz hat, besonders wenn man so unschuldig, jung und lebensfroh ist? Und da erinnerte sich Maria an Elisabeth und ihr Kind. Plötzlich, wie erleuchtet, erfasste sie die einzige Notlösung ihrer jämmerlichen Situation. Ja, sie fand einen Weg, der sie nicht erniedrigte, sondern erheben würde. Jawohl, ihr Empfängnis dürfte sich doch genauso darstellen, wie es die Frau Zacharias tat. Das war eigentlich recht einfach und logisch, und keiner würde wagen, etwas dagegen zu sagen. Nur mies, ganz mies fühlte sich Maria bei diesem Gedanken. Es war ja abscheulich. Es war ein Betrug an dem lieben Josef. Ja, lieben. Merkwürdigerweise hat Maria ein bisschen Liebe zu Josef gespürt. Gerade in dem Augenblick, in dem sie ihn verlor. Oder war das nur ein Mitleid mit ihm und mit sich selbst? Gerade Josef, der sie zu seiner Braut erhob, verdiente von ihr eine solche Behandlung nicht. Nein, das würde Maria doch nicht tun. Sie würde wenigstens ab jetzt ehrlich sein
und als ehrliche Frau würde sie den Undank der Welt für ihre Ehrlichkeit über sich ergehen lassen. Sie würde die Stunde der Lust lebenslang büßen, wie jede andere Sünderin, wie furchtbar. Und auch wenn sie verbannt würde, sie hat es verdient. Da bewegte sich plötzlich wieder etwas in ihrem Bauch. Das Kind, an das Kind musste sie denken. War es nicht egoistisch, nur an sich und ihre Ehre zu denken und dafür das Leben und Glück des unschuldigen Kindes zu opfern? Sollte auch ihr Kind lebenslang verachtet bleiben, für die ganze Welt als Bastard gekennzeichnet und abgesondert? Nein, die werdende Mutter in ihr ließ sich nicht mehr zum Schweigen bringen. Ja, Maria wird büßen, schwer büßen. Doch büßen auf eine Art, die dem Kind keine Schande zufügen würde. Jetzt, jetzt musste sie es retten um jeden Preis. Und später? Später soll geschehen, was geschehen muss. Ja, Maria wird gleich lügen. Sie wird so lügen, wie es die Elisabeth von ihr tat. Lügen bei vollem Bewusstsein ihrer Missetat. Dann würde sie sogar von der Welt belohnt. Die Welt möchte getäuscht werden, hat sie einmal jemanden sagen hören. Wie wahr? Nur vor sich selbst wird sie büßen. Jeder Tag, den sie noch zum Leben hatte, würde sie mit quälenden Gewissensbissen bezahlen müssen. Jede ihre Freude an ihrem niedlichen Kindlein würde gleichzeitig Marias Ekel über sich steigern. Gott würde sie sicher bestrafen. Marias Leben ist nichts mehr wert. Gibt es für sie überhaupt noch schlimmere Strafe als das, was ohnehin geschehen wird? Maria wollte aus ihrem Kind einen aufrichtigen Menschen machen. Wie konnte es ihm als eine gemeine Lügnerin in seine Augen blicken? Sie hätte früher nie geglaubt, zu welcher Verfrorenheit sie sich unter den Umständen entschließen konnte. Teilweise tröstete sie sich damit, dass es dem Josef dann wieder gut machen würde. Ja, sie würde ihm viele seiner eigenen Kinder gewähren. Sie würde zu seiner äußerst liebenden, mitfühlenden und opferbereiten Frau, wenn er sie noch haben möchte. Das wär's. Nun blieb ihr also nichts anderes übrig, als sich zu einem furchtlosen, überraschenden Gegenangriff zu flüchten. Entrüstet richtete sich Maria auf. Mit stolzer Selbstsicherheit hob sie den zusammengesunkenen Josef auf einen Schlag gegen die Rücklehne auf. Jetzt wirst du mir zuhören, mein Herr und Gebieter. Ich kann deine Beleidigungen nicht mehr ertragen. Wie wäre es, einmal ein klärendes Gespräch mit mir zu führen, anstatt mich anzuschreien, zu kränken und zu entlassen? Wie du dich sicher erinnern kannst, teilte ich dir gleich am Anfang mit, dass zwischen uns ein Geheimnis steht, das ich dir erst später verraten dürfte. Und jetzt, jetzt ist der entscheidende Zeitpunkt gekommen. Josef betrachtete Maria mit angetrunkenen und vor Schmerz geröteten, tränenüberströmten Augen. Maria setzte gleich vor. Ich weiß, dass es dir höchst unglaublich erscheinen muss, was ich dir jetzt sage, Josef. Doch du solltest glücklich sein, dass du zu meinem Gemahl geworden bist. Möglicherweise wirst du mich noch um Verzeihung bitten, nachdem du erfährst, wie sehr du mich kränkst. Maria gewann immer mehr Courage und steigerte den Klang ihrer Stimme, in die sie ihre ganze Überzeugungskraft legte. Du hast recht, Josef. Bis vor kurzem waren wir nicht zusammen, da ich mich in der Heiligen Stadt befand. Du weißt auch, wo ich war. Im Hause des Priesters Zacharias. Ferner ist dir bekannt, was für eine unermessliche Gottesgnade der Elisabeth erteilt wurde. Ein Wunder war geschehen. Sie bekam einen Sohn nach all den traurigen Jahren ihrer Unfruchtbarkeit. Da Gottes Wille allmächtig ist, steht uns Menschen nicht zu, ihn zu kritisieren. Und eine unendliche Auszeichnung umfasst alle diejenigen, die die Ehre haben, zu denen zu gehören, an denen der Gott seinen Gefallen gefunden hat.
Nach dieser Einleitung atmete Maria kurz aus und blickte den erstaunten Josef an. Jawohl, nicht nur die Elisabeth, sondern auch ich wurde beschenkt mit seiner Gnade, Josef. Ich hatte einen Traum, dass auch du dieses mein Geheimnis endlich erfahren dürftest. Es war sonderlich, nicht wahr? Es war sonderlich, dass Elisabeth erst in meiner Anwesenheit, wie durch ein Wunder, das erste Hupfen des durch Gottes Wunder erzeugten Kindes spürte. War dies nicht meine erste Auszeichnung, Josef? Oder glaubst du, dass im Hause des Priesters und seiner Frau, die vom Gott selbst auserwählt wurden, irgendetwas Unzulässiges passieren konnte? In dem ganzen Haus war der allgegenwärtige Heilige Geist anwesend. Ich war nicht weniger überrascht als du, Josef, als ich entdeckte, dass Gott auch an mir Gefallen gefunden hatte. Ich hatte damals einen Traum. In dem Traum erschien mir ein Engel, der Bote Gottes, und sprach zu mir, dass ich vom Heiligen Geist unbefleckt empfangen habe. Josef schwieg. Und du, mein törichter Josef, du bist als Nährvater des Gotteskindes bestimmt. Wer von uns kann heute verstehen, zu welchem Zwecke es geschehen war? Sei also stolz auf deine Ehre. Hoffentlich begreifst du jetzt das Glück, welches uns in der heiligen Stadt begegnete. Sei stark in deinem Glauben, Josef. Josef hörte mit aufgerissenem Munde der Rede Marias zu, dann gähnte er tief und murmelte: Mein Joshua hätte meinen Beruf übernehmen können. Was soll ich mit einem Gottessohn und überhaupt? Mach aus mir keinen noch größeren Dummkopf, als ich es schon ohnehin bin. Dann, ohne sich zu entkleiden, rollte er auf seine Liege herunter und schnarchte sofort. Maria legte sich neben ihn. Das Schlimmste war für heute bestanden. Sie dürfte es bleiben. Sie würde auch diese erste Nacht in Josefs Haus übernachten, um ihm auch morgen ihre Rede, falls nötig, zu wiederholen. Und morgen? Morgen würde sie der Josef mit ihrem Kind wahrscheinlich nicht mehr von sich jagen. Dafür würde sie schon sorgen, mit all ihrem weiblichen Charme. Morgen. Morgen und alle folgenden Tage würde sie aber auch hinter dem stehen müssen, was sie ihm heute offenbart hatte. Maria deckte sich bis zum Kinn zu und versuchte einzuschlafen. Doch der Schlaf kam noch eine geraume Weile nicht. Währenddessen drehte sich in ihrem Kopf die verschiedensten Gedanken. Hoffentlich war ihr Entschluss richtig. Sie wollte doch nur das Glück ihres Kindes sichern. Maria lag und überlegte alle möglichen Folgen des Weges, auf den sie gerade aufbrach. Sie konnte nicht ahnen, was sie durch ihre heutige Rede alles in Bewegung gesetzt hatte. Sie konnte nicht ahnen, dass sie am Ende der logischen Kette der künftigen Ereignisse, die in dem furchtbaren Tod ihres lieben Kindes münden würden, dem schrecklichen Tod, den sie jetzt verschuldet hatte, dass sie diesen einen Abend und ihren rettenden Entschluss für immer verfluchen würde. Doch das Rad des Schicksals war nicht mehr zu stoppen.